Die Xiaomi-Aktie ist eine der beliebtesten Aktien bei den Retail-Investoren. Im Jahr 2020 gab es sogar einen regelrechten Hype um diese Aktie. Daher ist auch der Kurs um ein Vielfaches gestiegen und zwar in kürzester Zeit. Es gab wirklich einen extremen Hype um dieses Unternehmen. Viele haben sogar erwartet, dass die Aktie sich vielleicht in den nächsten Jahren sogar verzehnfachen oder verhundertfachen wird. Mittlerweile sehen wir aber seit dem Jahr 2021, dass der Kurs dieser Aktie nur eine einzige Richtung kennt, und zwar geradewegs nach unten. Da fragen sich logischerweise auch sehr viele Leute und sehr viele Investoren zu Recht, was passiert jetzt eigentlich gerade bei Xiaomi? Warum fällt der Kurs immer weiter nach unten, obwohl wir ja derzeit sogar im Tech-Bereich sehen, unter anderem, dass viele Aktien wieder nach oben steigen? Und genau auf dieses Thema werden wir jetzt heute eingehen. Genau das werden wir jetzt einmal heute objektiv durchleuchten. Das heißt, wir werden zuallererst noch einmal auf die fundamentalen Daten von Xiaomi eingehen und auf die Entwicklung in den letzten Quartalen, und zu guter Letzt werden wir uns natürlich noch einmal hier den Chart der Xiaomi-Aktie anschauen, den Chart der Xiaomi-Aktie auch analysieren, um herauszufinden, wo der Kurs der Aktie sich jetzt auch kurzfristig weiterhin entwickeln könnte. So, und wenn dir dieses Video gefällt, dann kannst du mich natürlich gerne kostenlos unterstützen, indem du mir einfach nur einen Daumen nach oben da lässt, diesen Kanal abonnierst mit Glocke, dann bleibst du natürlich auch weiterhin up to date. Wir beginnen hier als erstes einmal mit den fundamentalen Daten der Xiaomi-Aktie, beziehungsweise zuerst sogar einmal hier mit der Wall Street-Meinung. Wenn wir uns hier einmal die Expertenmeinungen anschauen, dann sehen wir bei den höchsten Vorhersagen, dass die Analysten hier recht bullisch eingestellt sind, denn die sagen, wir können sogar in den nächsten Jahren eine Verdopplung im Kurs der Xiaomi-Aktie sehen, was natürlich sehr, sehr krass wäre. In der goldenen Mitte wird gesagt, dass wir noch ungefähr 34% Rendite vor uns hätten. Das wäre auch sehr, sehr stark. Und bei den niedrigsten Vorhersagen wird hier ganz klar gesagt, dass die Aktie sogar Stand heute noch überbewertet ist. Trotzdem, wenn man sich das Ganze hier einmal insgesamt anschaut, dann muss man ja eigentlich ganz klar sagen, hey, die Analysten sind doch relativ positiv eingestellt auf die Xiaomi-Aktie. Und wenn man das verstehen möchte, dann muss man sich erstmal die fundamentalen Daten anschauen. Und wir beginnen hier einmal mit dem R&D-Bereich, also Research and Development-Bereich oder zu Deutsch auch Entwicklung und Innovation. Also dieser Bereich ist bei Wachstumsunternehmen extrem wichtig. Und hier sehen wir die Ausgaben in dem Bereich und wir sehen, dass die Ausgaben hier immer weiter zunehmen, was tatsächlich ein sehr, sehr bullisches Zeichen ist. Also das ist sehr, sehr positiv für Xiaomi, denn es bedeutet, es gibt immer noch genug Geld, um in diesen Bereich zu investieren. Und bei Wachstumsunternehmen ist das einfach der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, hier wird weiterhin fleißig investiert und mehr investiert, wenn man sich so in die Entwicklung der letzten Jahre anschaut. Und das ist sehr, sehr bullisch. Was zusätzlich noch dazu kommt, ist tatsächlich der Betriebsaufwand. Denn das Jahr 2022 war natürlich für sehr viele Unternehmen extrem anstrengend und schwierig. Genau das Gleiche natürlich auch in Q1 2023. Wenn man sich aber den Betriebsaufwand der Xiaomi-Aktie mal anschaut, dann sieht das Ganze sehr positiv aus, denn zum einen ist der sehr, sehr stabil und zum anderen konnten wir sogar in Q1 2023 sehen, dass der Betriebsaufwand gesunken ist. Das heißt, Xiaomi hat es geschafft, weiterhin Sachen zu produzieren und der Aufwand ist aber trotzdem gesunken, also die Kosten wurden hier einmal optimiert und das sieht man auch sehr, sehr schön in der Marge von Xiaomi, denn wenn man sich die mal insgesamt anschaut, dann sehen wir, dass diese auch sehr schön gestiegen ist, auch ein sehr bullisches Zeichen bzw. sehr positives Zeichen langfristig gesehen. Wenn wir uns mal anschauen, die letzten Quartale waren wir ungefähr bei 17%, jetzt sind wir schon Richtung 20%, was die Marge angeht. Bei den Smartphones sind wir sogar über der magischen 10% Marke, was definitiv positiv ist. Und wenn man das Ganze einmal hier auf die Segmente runterbricht, dann sehen wir, dass das wirklich in jedem einzelnen Segment sich positiv entwickelt hat. Trotz der ganzen positiven Aspekte sehen wir ja, dass der Kurs der Xiaomi-Aktie immer weiter abnimmt. Im Gegensatz dazu sehen wir viele andere Tech-Unternehmen, die im Kurs einfach nur immer weiter und weiter zunehmen. Dafür gibt es natürlich ganz bestimmte Gründe und die werden wir uns jetzt im Einzelnen anschauen. Zuallererst hier einmal nochmal die fundamentalen Daten, denn wir sehen hier zum Beispiel, dass der Umsatz tatsächlich von Q1 2022 zu Q1 2023 sehr, sehr stark abgenommen hat. Bei einem Wachstumsunternehmen ist der Umsatz ja extrem entscheidend, beziehungsweise das Wachstum im Umsatz extrem entscheidend. Ihr kennt das alle von Palantir, ihr kennt das alle von Tesla und jetzt hier bei Xiaomi einen Rückgang zu sehen, ist natürlich extrem bitter. Dementsprechend sieht man auch, dass die Aktie daher auch sehr stark abgestraft wurde. Das Ganze lässt sich natürlich auch einfach erklären, denn wir hatten natürlich hier die Wirtschaftsleistung in China, die teilweise sehr, sehr krass gewesen ist im Vergleich zum Rest der Welt. Danach hatten wir ja natürlich diese Pandemie, wo auch in China die Wirtschaft sehr stark eingebrochen ist. Dann hat man in 2021 natürlich erwartet, dass wir hier diesen starken Spike haben werden, den wir auch tatsächlich hatten. Viele haben auch geglaubt, dass es ab hier jetzt auch genau auf diesem Level bleibt und dementsprechend die Wirtschaft auch genauso weiterläuft. Das heißt, wir werden einen extremen Boom erleben, Pustekuchen. Die Politik in China hat sich dafür entschieden, einen extremen Lockdown wieder zu machen. Dementsprechend wurde dort wieder alles abgesperrt. Also die Pandemiepolitik war da recht streng. Dann konnten wir wieder sehen, dass die Wirtschaft abgewürgt wurde. Und wir sehen auch tatsächlich, dass jetzt derzeit die Erwartungen der Analysten, was die Wirtschaft
Wirtschaftsleistung in China angeht, noch nicht erfüllt werden. Das heißt, wir sehen hier immer noch eigentlich eine relativ schwache Wirtschaft im Vergleich zur Vergangenheit. Und das Ganze spiegelt sich auch dementsprechend natürlich in den Zahlen der Xiaomi-Aktie wieder. Das tut einfach weh. Zusätzlich haben wir hier auch zum Beispiel ein Problem bei der Arbeitslosenquote. Denn wenn wir uns jetzt einmal die Arbeitslosenquote der 19- bis 24-Jährigen anschauen, dann sehen wir, dass diese von 19,6% auf ein Rekordhoch von 20,4% gestiegen ist. Das ist natürlich ein Alterssegment, wo viele Leute anfangen zu arbeiten, eigenes Geld verdienen und dann eben auch bereit sind, zum Beispiel so ein Smartphone zu erwerben. Das heißt, das spiegelt sich logischerweise auch wieder in den Zahlen. Und was auch sehr, sehr kritisch ist derzeit bei Xiaomi, sind die Marktanteile. Denn in Q1 2023 haben wir jetzt derzeit einen Marktanteil von 11,3%. Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal anschauen, wie es ausgesehen hat im Jahr 2022 in Q1, dann sehen wir tatsächlich, dass wir da noch bei 12,6% gelegen haben. Das heißt, deutlich mehr Marktanteile gehabt, als was wir jetzt in Q1 2023 sehen. Ich weiß, das Jahr 2022 ist sehr, sehr schwierig gewesen und vor allem natürlich auch das erste Quartal von 2023 sehr, sehr schwierig gewesen. Trotzdem sehen wir zum Beispiel bei Apple hier einen Marktanteil von 18,2% in Q1 2022 und einen Marktanteil in Q1 2023 von 21,5%. Das heißt, Apple konnte hier Marktanteile gewinnen, währenddessen hat Xiaomi Marktanteile abgegeben und bei einem Wachstumsunternehmen, was natürlich noch nicht so stark bewertet ist, was definitiv noch wachsen kann, muss man ganz klar sagen, ist das Ganze schon sehr, sehr bitter. Dementsprechend muss Xiaomi hier wieder ein bisschen sich darauf fokussieren, Marktanteile zu gewinnen. Der Umsatz muss wieder steigen und dann könnte auch der Kurs der Aktie sich positiv entwickeln. Zu guter Letzt, wenn wir uns hier einmal noch den Chart der Xiaomi-Aktie anschauen und im Tageschart der Xiaomi-Aktie, und das ist jetzt einmal der Euro-Kurs, sehen wir natürlich, ja klar, wie ich es vorher gesagt hatte, wir hatten hier diesen extrem krassen Run gesehen, also hier knapp 240% konnten wir da beobachten. Das war natürlich ein extremer Hype. Viele Leute sind dann hier auch bei knapp fast 4 Euro in der Aktie dann eben eingestiegen. Seitdem sehen wir eigentlich diesen sehr, sehr starken Abverkauf. Mittlerweile sind wir so minus 68% vom Allzeithoch. Wir sehen auch, wir hatten hier sehr, sehr lange einen ziemlich geradlinigen Abwärtstrend. Hier diese Linie hatte ich extra eingezeichnet. Danach konnten wir das Ganze durchbrechen, hatten hier so einen Preistunnel, wo es wirklich sehr, sehr gut ausgesehen hat. Und der wurde aber leider auch durchbrochen. Danach ist die Aktie sehr stark abgefallen, obwohl viele Tech-Aktien eigentlich diese Rallye jetzt fortführen. Zum Beispiel unter anderem ja Palantir, Nvidia und wie sie nicht alle heißen. Trotzdem sieht man ja zum Beispiel bei Xiaomi, dass diese doch recht schwächelt. Wenn man sich jetzt einmal so insgesamt die Indikatoren anschaut, dann sehen wir bei den RSI-Indikatoren zum Beispiel, dass wir langsam aber sicher in den Überverkaufbereich kommen. Das Momentum ist aber dennoch sehr, sehr schwach. Das heißt, man kann jetzt eigentlich auch noch weiter davon ausgehen, dass der Kurs der Aktie jetzt langsam aber sicher so ein bisschen abnehmen wird. Also wir werden jetzt hier keine krassen Bewegungen sehen bei der Xiaomi-Aktie. Beim RSI-Indikator im Wochenchart sehen wir auch, dass wir langsam aber sicher in den Überverkaufbereich gelangen. Trotzdem sieht man bei den MACD-Linien immer noch so einen Abwärtstrend, also relativ schwaches und langsames Momentum. Es gibt jetzt hier auch nicht viel Volumen, dass jetzt die Xiaomi-Aktie jetzt krass getradet wird. Das seht ihr auch zum Beispiel unter anderem an den Kerzen. Da passiert jetzt nicht eigentlich wirklich viel, wenn man sich das mal so anschaut. Dann ist es doch recht ruhig geworden um die Xiaomi-Aktie. Man merkt da jetzt nicht viel, dass was passieren würde. Man sieht hier, die Erwartungen der Analysten wurden hier im letzten Quartal tatsächlich ein wenig übertroffen. Das hängt damit zusammen, dass zwar der Umsatz zurückgegangen ist, wir aber aufgrund des Betriebsaufwandes, weil dieser gesenkt wurde und die Bruttomarge gestiegen ist, sehen konnten, dass die Gewinne höher ausgefallen sind als das, was die Analysten erwartet haben. Dementsprechend sind hier die Erwartungen der Analysten übertroffen worden. Aber das Ganze hat sich logischerweise jetzt nicht im Kurs der Xiaomi-Aktie wiedergespiegelt, weil, wie vorher schon gesagt, der Umsatz ist zurückgegangen beim Wachstumsunternehmen, extrem entscheidend, und Marktanteile verloren. Das ist natürlich hier wirklich extrem bitter und deswegen ist der Kurs der Aktie jetzt nicht so stark gestiegen. Charttechnisch würde ich hier das Ganze jetzt wirklich erstmal noch weiter abwarten, würde mir anschauen, wie der Kurs der Aktie hier sich erstmal weiterentwickelt. Ich würde dann erstmal darauf warten, dass der RSI-Indikator sowohl im Tages-, aber auch im Wochenchart dann nach unten fällt, wirklich eindeutig in den Überverkaufbereich, so ähnlich wie wir das hier zum Beispiel gesehen haben. Wenn wir uns in diesem Bereich befinden, dann könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel einen Trade zu eröffnen oder wenn man wirklich mit dem Gedanken spielt, langfristig einzusteigen, dann halt eben einzusteigen. Aber ich persönlich würde jetzt nicht bei Xiaomi einsteigen. Also für mich ist das Ganze jetzt noch nicht so, dass ich sage, es lohnt sich jetzt mein Geld dort anzulegen. Ich warte jetzt erstmal ab. Hängt natürlich auch mit vielen anderen Faktoren zusammen. Dafür müsst ihr auch meine anderen Videos schauen. Da erkläre ich alles ganz genau. Aber wenn wir uns hier jetzt mal so die Level anschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel auch, dass wir hier einige Support-Level haben. Das heißt, die Aktie wird jetzt hier nicht ins Bodenlose fallen. Das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir sind jetzt hier gerade
an so einem Support-Level. Das heißt, wir sind jetzt gerade an so einem entscheidenden Level. Und wenn das Ganze durchbricht, dann seht ihr, dass wir jetzt hier noch so eine Downside hätten, maximal von, sagen wir mal hier, knapp 7%. Also das wäre jetzt wirklich das Maximum, wie die Aktie jetzt hier noch fallen könnte in nächster Zeit. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so einen starken Abverkauf sehen werden, außer der gesamte Markt wird jetzt abgestraft im Tech-Bereich. Dann wird natürlich auch die Xiaomi-Aktie abgestraft, weil einfach so ein bisschen Panik entsteht. Wenn wir jetzt die ganzen krassen Gewinner, wie zum Beispiel die Nvidia-Aktie, sehen werden, dass diese auf einmal alle abfallen, dann könnte natürlich auch dieser Panikabverkauf sich auf die Xiaomi-Aktie widerspiegeln. Trotzdem, im Vergleich zu vielen anderen Tech-Aktien sehe ich jetzt eigentlich mehr Potenzial bei der Xiaomi-Aktie, muss ich ganz klar zugeben. Obwohl das eigentlich charttechnisch und fundamental nicht so gut aussieht, kann ich mir doch vorstellen, dass die Xiaomi-Aktie oder das Xiaomi-Unternehmen mit einem guten Management schafft, wieder mehr Marktanteile zu gewinnen, schafft wieder, dass mehr Umsatz generiert wird. Und sobald wir sehen werden, dass mehr Umsatz generiert wird und die Marktanteile steigen, werden wir hier eine krasse Kursexplosion bei der Xiaomi-Aktie sehen. Das ist zumindest das, was ich glaube. Und ich denke auch, tatsächlich, dass wir das Ganze so sehen werden, denn die Xiaomi-Aktie hat in den letzten Jahren eigentlich nie enttäuscht. Also das Management hat doch relativ gute Entscheidungen getroffen. Es wird immer noch sehr, sehr fleißig investiert in den R&D-Bereich. Das ist sehr, sehr wichtig. Daher bin ich langfristig sehr positiv auf Xiaomi eingestellt. Kurzfristig muss man hier erstmal noch ein bisschen abwarten, wie der Kurs sich weiterentwickelt, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter senkt, um dann eben die erste Position zu eröffnen. Aber wie gesagt, ist eh alles keine Finanz- oder Handlungsempfehlung. Du musst selber entscheiden, was du mit deinem Geld machst. Und du kannst mir jetzt gerne natürlich auch deine These und Meinung zu Xiaomi-Aktie unten in die Kommentare reinschreiben. Bist du investiert? Planst du zu investieren? Oder interessiert dich das Ganze gar nicht? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns wieder im nächsten Video.